Hallo und herzlich willkommen zurück beim Castellator. Da sind wir wieder mit Futurama, dem Spiel. Morbo zum Management. Der schrittweise Leitfaden zur Macht. Sterben. Na und? Das passiert uns doch schon das ganze Spiel hindurch. Diesmal haben wir noch weniger Kontrolle über das Schiff als sonst. Bereitet euch auf eine Bruchlandung vor. Jetzt wissen wir, wer unser Schiff auf dem Gewissen hat. Oh nein, es ist schon 9. Jetzt sollten wir uns aber lieber beeilen, wenn wir Mom davon abhalten wollen, Planet Express zu kaufen. Zum Schiff! Also, wenn ich das mit dem Zeitreisen richtig verstehe, dann sollten wir das gute Schiff nehmen und das Böse zurücklassen. Darf ich bitten? Ha? Das Böse zurücklassen? Wie bitte? Steig einfach ein. Sobald du hier unterschreibst, gehört Planet Express mir. Hab ich was Komisches gesagt? Nein, tut mir leid. Ich sollte mein dreckiges Lachen lieber für später aufsparen. Gut, okay. Nichts unterschreiben, Professor. Wir kommen aus der Zukunft. Das ist ein Trick. Wie? Sobald Mom Planet Express in Händen hat, wird sie die ganze Welt unterjochen. Dann wird sie die Erde in ein riesiges Raumschiff umwandeln, um schließlich das ganze Universum zu beherrschen. Hey, das wäre cool. Die Erde ist total... Und die Planeten sind... Wie amüsant. Könnte ich mit euch dreien mal kurz dort drüben sprechen? Etwas weiter links. Wunderbar. Okay, wo sind wir jetzt? Ich bin Destructor. Zielübung beginnt. Und das steht auch schon. Heiß ist der Ross. Oh, und er schießt auf mich. Rätsel. Aber gut, dass wir meinen Lieblingscharakter Bender wieder spielen. Ich liebe Bender. Verdammte Plattform! Haben wir nicht mal genug Leben verschwendet. Beim Neueinstieg ist er schon da. Man merkt Bender sogar das Gewicht an, was er hat. Weil er nicht so springen kann. Ah, Nektar der Robotergötter. Au. Kashi, heute bist du doof, ne? Du verschwendest schon wieder all dein Leben. Das war da.
denn da? Meine Fresse. Ach, ich muss... ich muss in diese Blickrichtung. Ja, in die Blickrichtung muss ich hier den Stick ziehen. Damit er hochgeht. Ja. In die Blickrichtung. Killzilla? Ach, komm schon. Du bist jetzt gerade hoch in dem Moment, wo ich ja durch will. Ey, ich hab's heute echt nicht drauf, ne? Okay, werden wir intuitiv. Ich weiß jetzt schon, dass es schwieriger wird, weil das wird schon noch öfter vorkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich sehe schon mal, auf was hinausläuft. Du musst immer das nehmen, was fehlt. Ich wollte gerade... Bitte, Robert! So, aber ich... Ich glaube ja jetzt schon, was man hier eigentlich von uns will. Aber wenn dieses Zahlenrätsel schwieriger wird, dann kann es schwierig werden. Da haben wir noch einen Distraktor. Das ist der letzte. Jetzt sollten wir den Backofen vorheizen. Es ist interessant zu sehen, wie er da stehen bleibt, ne? Also ich, ne? Ich würde hier voll Remi-Demi machen und schießen bis zum geht nicht mehr. Richtig Remi-Demi. Dass er dann noch geladen bleibt, ist genial. Und dich denn besiegen. Gecheckt.
Lange ausweichen, bis der Alarm schlägt. Ah, kennt ihr noch hier, Asterix und Obelix XXL? Nein, der erste Teil von dem, von Asterix und Obelix. Da haben sie auch so jede Gesichter auf hier große Gegnerformationen geplatscht. Wo man dann einfach nur Augen sieht. Und das sind die Augen dieser Roboter, erinnern mich gerade auch daran. Eigentlich genau dasselbe. Nur dass diese Augen und Zähne nicht hier durch ein schwarzes Loch rausgucken. Noch einer? Nein? Gut. Ja, da kommt noch ein großer raus und noch anscheinend zwei kleine. Ich glaube, das fragt man diese komischen nie Geräusche. Ja, noch einer. Also so ein kleiner Kampfabschnitt hier mit Bender gefällt mir richtig. Da noch diese kleinen Leuchtpellets drauf. Finde ich cool in dem Boden. Oh, der schafft, Alter. Der schafft. Oh, das sieht eigentlich schlecht aus, ne? Wir haben sogar noch Zeit. Ich bin gespannt, was uns im nächsten Level erwartet. Fishy Joes. Jetzt bin ich wohl an der Reihe. Hahaha, lieber nicht. Wie kannst du es wagen, eine Frau zu schlagen? Alles kann. Das ohne Pause. Ah, scheiße, ich hab die Dinger schon langsamer gemacht, ne, aber. Thank you.
Er trifft doch einfach. Ach, Kashi, 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 Kashi. Hast du schon so viele Leben angesammelt, ne? Schon fast 50 gehabt, ne? Dann sowas. Aber dafür habe ich ordentlich gesammelt ein extra Leben. Richtig ordentlich. Warten wir mal eben. So, gib uns Vitamine. Mega, mega Vitamine. Aha. Ja. Oh nö. Oh nö. Aber die Anlage ist noch nicht mal an. Noch nicht. Links hat sich gerade was bewegt. Wann sich die Scheiße wohl einschaltet? Bitte ist es jetzt. Na, Lila? Das spätestens, wenn ich jetzt da in der Nähe bin, geht's an. Das wette ich. Ja. Spart Ressourcen, ist gut, aber nö. Aber war klar, dass die Scheiße eigentlich, wenn du in der Nähe bist. Das ist schon klar. Oh, Scheiße. Nee. Aber das ist ja schwieriger. 8-4-4, 2-4-4. Und tschüss. Also 844. 844, was ist dazwischen? Zwischen 844 und 244. Muss ich überlegen. Oh, geh doch mal weiter. Und was ist die Endzahl? Ah. Warte. Ich will mal cool überlegen. 844, ne? Nicht will, der hat schon. Kann dazwischen sein.
Wir müssen es einfach ausprobieren. 8W4. Sieben, sechs, fünf. Fünf, probieren wir fünf aus. Das wird uns jetzt noch echt viel kosten. Ah, wisst ihr was, Leute? Wir machen das nächste Mal wieder. Würde ich mal knapp behaupten. Das mit dem Raum machen wir das nächste Mal. Wir gehen aber schon zum Raum hin. Ich bin manchmal dämlich, ne? 844. Vier, vier, vier kann es aber kaum sein. So, wir machen das nächste Mal weiter. Nach einer kleinen Pause fällt es mir bestimmt wieder ein. Oder ich komme auf die Lösung. Irgendwas. Man sagt dann nach einer kleinen Pause, kurzen Denkerpause, ne? Hat man immer die Lösung. Also 844, 244 und dann noch die Endzahl. Gehen wir hin. Auf jeden Fall, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Es war schön, dass da. Freut mich immer wieder. Kommt auf unseren Discord-Server. Geile Community. Könnt ihr auch unterstützen. Steht alles in der Beschreibung. Links und so. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Kashi. Haut rein und tschüss.